Hallöchen! Ein herzliches Hallo von mir an euch! Willkommen zur nächsten Folge Demo Monster Harvest. Wir haben die drei Kristalle verkauft und gucken jetzt mal, weil wir haben ja quasi die eine Sammlung jetzt voll, was wir jetzt dafür kriegen. Gehen mal in die Stadt. Oh. Hey Kupfi, kannst du mir mit diesem letzten Mangel helfen? Bishop, den hatte ich noch gar nicht. Da, das ist besser. Das ist das zweite Mal, dass ich diese verdammte Brücke reparieren musste. Dieses Mal sollte sie besser halten. Ich habe sie verstärkt. Dann können wir das Gemeindezentrum endlich wieder benutzen. Bevor du in die Stadt gezogen bist, haben wir dort jeden Freitag Veranstaltungen abgehalten. Es ist toll, dass wir das wieder machen können. Ich kann es kaum abwarten. Es gibt hier auch ein Gemeindezentrum. Ist das die Belohnung für die vollständige Sammlung jetzt gewesen? Jetzt mal gucken, was hier... Das ist ja ein Riesengelände, was jetzt hier freigeschalten wurde. Leider nur freitags geöffnet. Toll. Das ist schade. Die Glockenblume, die können wir auch verkaufen fürs Brett. Die hatten wir noch nicht. Okay, das ist jetzt... Rohmaterial kann einen höheren Preis erzielen, wenn es in einen Einleger- oder Marmeladenfass verarbeitet wurde. Nicht alles noch nicht. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Das ist ja ein riesen Weg, den man bis zum Gemeindezentrum laufen muss. Da hätte ich von oben rangehen müssen. An die Mondmelone zu kommen, aber mein Inventar ist eh voll. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt so clever ist. Ach, ich hätte erstmal die Kisten ausräumen können. Ne? Wenn ich jetzt hier an das Brett gehe. Cool. Ja, meine bessere Spitzhacke. Ja, gut. Es gibt hier immer noch nichts Neues. Und es fehlt noch ein kleines bisschen Geld für den verbesserten Rucksack. Ich würde sagen, wir verkaufen jetzt einfach mal ein bisschen Holz. Und kaufen uns morgen den Rucksack. Also verkaufen das. Das können wir auch wegmachen. Das können wir auch verkaufen. Wie kann ich denn den Holzstapel teilen? Und muss nicht alles einzeln. Das habe ich natürlich. So kann ich einzeln. Genau. Dann verkaufen wir das noch. Wie viel Geld das bringt. Oh, hier wächst ein neuer Baum. Also wachsen die einfach random selbst irgendwie? Oder... Wir brauchen noch unsere Ausdauer, dann gehen wir schlafen. Ich würde ja schon gern
bis Freitag kommen, dass wir ins Gemeindezentrum kommen. Das wenigstens einmal angucken. Ich kann Rotschleim selber machen. Okay. Aber ich finde, Schleim findet man eigentlich genug. Oder? Also, an Schleim hat es mir jetzt noch nie gemangelt. Dann haben wir die eine Seite hier einigermaßen aufgeräumt, wenn wir das hier alles weg haben. Gut. So. Wer so sagt, hat noch nichts getan. Wir gehen schlafen. Und kaufen uns den Rucksack. Und dann können wir auch vielleicht auch mal wieder in den Dungeon gehen. Holz? Ist okay. Ist aber komisch. Pflanztierparade. Oh, wie geht's zur Pflanztierparade? Erstmal gießen. Nicht, dass unsere Radieschen noch verwelken. Ich muss auch sagen, ich kann zwar eine Vogelscheuche bauen, aber haben wir die bisher gebraucht? Es wurde noch nichts an Samen weggefressen oder so. Nee, den Schleim lasse ich jetzt mal. Weil ich weiß nicht, vielleicht gewinnen wir ja was. In der Pflanztierparade? Oder gibt es da gar nichts groß zu feiern? Das ist einfach nur schmückt. Ja, zu meinem Onkel. Wo ist denn die Pflanztierparade? Müssen wir beim Gemeindehaus hin? Wo ist denn der Festplatz? Geh mal gucken. Dann kann ich ja nicht mal meinen Rucksack kaufen, wenn der Laden zu ist. Hallo Onkel, weißt du, wo Party ist? Hier ist auch gar nichts mehr geschmückt. Hier kommen wir ja nur freitags rein. Hä? Heißt das einfach nur, alle Läden sind zu? Oder? Das ist ja eine spannende Pflanztierparade. Mensch, du. Ich wüsste nicht, wo wir sonst noch hin sollen. Wir können ja nirgendwo hin. An den Seiten, das ist ja alles verschüttet. Wir kommen ja dort nirgendwo hin. Ach, hier, das soll der Festplatz sein. Hier waren wir ja noch gar nicht. Ah!
Aha! Wir brauchen 6 Tage und 4 Tage. Das schaffen wir noch. Nehmen wir immer 2 mit. Da können wir... Haben wir 1 normal und 1 mit einem roten Schleim. Hallo! Habt ihr Geschenke für mich? Die sehen wirklich schon schön aus, ne? Ich verkauf dir nichts. Außer die, die ich doppelt habe. Die kann ich dir verkaufen. Hast du deinen Sohn gefunden? Willkommen bei der Pflanztierparade. Die Leute in der Stadt wollten zeigen, wie sie den Schleim eingesetzt haben. Daher haben wir diese Parade auf die Beine gestellt. Schau dich um und erfahre, was die Leute erreichen konnten. Wow, er lacht einfach nur. Siehst du, was ich mit dem Schleim in meinem Laden machen konnte? Ziemlich cool, oder? Großes Rätsel, ja? Hey Zwerg, diese Pflanze gefallen mir sehr. Ich frage mich, wie viele verschiedene Arten es gibt. Okay, also es ist wirklich nur, um sich das anzugucken, aber es ist schon süß. Ich hätte gern so ein laufendes Auge. Das finde ich cool. Deswegen haben die Läden zu. Na gut, dann... Dann gehen wir jetzt nach Hause. Pflanzen unsere neuen Samen an. Hat er auch was. Da haben wir ein paar Samen bekommen, die wir sonst nicht haben. Achso, da muss ich noch ein neues Feld hacken. Ne? Weil das ist nicht frei. Kein Platz mehr. Aber das ist das kleinste Problem. So eine haben wir schon verkauft, ne? Machen wir da, machen wir die mutierten hin. So, links kommt Rotschleim drauf. So. Und dann gucken wir mal, was draus wird. Wenn wir es dann noch rausfinden können. Wie weit die sind, wissen wir nicht, ne? Gut, dann gehen wir jetzt schlafen und kaufen uns morgen den Rucksack. Wo kann ich was verkaufen? Irgendwas, was ich nicht brauche. Kleine Menge. Brauche ich das eigentlich? Wir brauchen Geld. Kommt, Kinders, jetzt gehen wir schlafen. Regnet es schon wieder? Oh nein! Ich wollte einen Rucksack und ich wollte ins Gemeindehaus.
Hier steht 19. August Release. Bei Steam steht 31. August. Ja gut. Wie auch immer. Was sagt ihr? Cooles Spiel oder nicht? Also ich muss sagen, ich hätte jetzt schon noch ein bisschen spielen können. Ich wollte sehr gern ins Gemeindehaus und ich wollte sehr gern einen Rucksack kaufen. Und ich wollte wissen, was aus den Samen wird, aus den neuen. Oh Mann, oh. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Die Demo haben wir komplett genutzt, würde ich sagen. Hat Spaß gemacht. Also ich könnte mir vorstellen, da mal reinzugucken, wenn's draußen ist. Oder ich gucke irgendwelche Streams, wo das Leute spielen. Weil mittlerweile ist es ja draußen. Egal, ob nun am 19. oder laut Steam am 31. So oder so, das Spiel ist erschienen. Ja, es war schön. Es hat Spaß gemacht. Und es hat mich auch gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Ich bedanke mich und wir sehen uns bei dem ein oder anderen Projekt sicherlich hier auf YouTube wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye. Ich winke, obwohl ihr das nicht seht. Aber es ist ja egal. Tschüssi!